Einsatzkräfte kümmern sich am Montag um Verletzte, die im Sand liegen, nachdem an einem Strand im US-Bundesstaat Florida Schüsse gefallen sind. Ein Verdächtiger habe am Hollywood Oceanfront Boardwalk das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Dabei seien mindestens 9 Menschen verletzt worden. Ein Augenzeuge zeigte sich geschockt. Ich sah eine Welle von Menschen hinauslaufen, sie schrien und rannten und ich dachte zuerst, dass es etwas Lautes war, aber dann sahen wir eine Schar laufender Menschen und ich erkannte, dass es Schüsse waren. Ich hatte schreckliche Angst. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich bin Kanadier und mache hier Urlaub. Ich genieße einfach den Strand. Und ja, es war schrecklich. 4 Leute wurden aus Versehen getroffen. Es war nur ein Kerl und sie hatten einen Streit, glaube ich, und er wurde 3-mal angeschossen, in die Brust und in die Rippen. Es war sehr blutig. Nach Polizeiangaben wurde eine Person festgenommen. Nach einer weiteren wurde zunächst gesucht.